Man sieht es gleich, auf dieser Insel geht es nicht unbedingt freundlich zu, denn das hier ist How to Survive, ein, wie der Name schon sagt, Überlebensspiel, das auf Steam rausgekommen ist. Und es ist blutig und es hat Zombies. Richtig, es ist so eine Art Diablo, würde ich jetzt fast sagen, mit krudem Humor und Zombies. Hier sieht man zum Beispiel mal was ganz Cooles, und zwar der Kovac. Das ist so ein Typ, der hat so einen seltsamen Helm auf, so einen Schweißerhelm, und den, der gibt man einem Überlebenstipps. Ja, den trifft man auf der Insel. Genau. The basis of all survival is drinking, eating and sleeping. This chapter is about eating. Ja, Essen, da kennen wir uns mit aus. Der erklärt hier immer so in so Büchern, was man auf der Insel möglichst tun und lassen soll. Zum Beispiel eben, man muss essen. Also, es ist bei How to Survive eben so, dass man nicht nur eine normale Lebensenergie hat, sondern eben auch Erschöpfung, also was so mit Schlafen zu tun hat, eben Hunger und Durst. Also muss man zwischendurch auch mal trinken und essen. Ist aber ganz cool gelöst, weil es ist nicht wie bei den Sims oder so, dass es dauernd nervt und man dauernd sich kümmern muss, sondern es wird oben so eingeblendet, so in Prozentanzeigen, wenn es mal so weit ist. Das dauert immer ein paar Minuten und man hat eigentlich auch ganz schnell das aufgefüllt, indem man eben zum Beispiel Fleisch kocht, weil das muss man nämlich, weil die sind sonst mit Keimen verseucht, die Tiere. Und indem man zum Beispiel sonst zum Brunnen geht und mal kurz was trinkt. Also es wird nie nervig, ist aber ein cooles Element, weil es eben so diesen Survival-Gedanken ganz gut rüberbringt. Es klingt ein bisschen wie die Versoftung von Max Brooks Überleben während einer Zombie-Apokalypse-Leitfaden. Stimmt tatsächlich, so ähnlich ist es auch ein bisschen. Es ist auch alles so ein bisschen auf Satire und Humor getrimmt. Also es wird nie alles so ein bisschen ernst dargestellt, sondern alles immer ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Generell läuft man hier über insgesamt so 4 Inseln, hat dann zum Beispiel eine Fackel dabei und brennt sich den Weg frei, kann es optional auch mit einer Machete machen. Also es ist alles so ein bisschen eben, ja, also nicht realistisch, aber es hat eben alles so Elemente, die man eben auf einer echten Insel, wenn man da stranden würde, auch hätte. Außer natürlich, dass da Zombies rumlaufen. Die Kämpfe sind ein bisschen, man sieht es auch schon so, es ist so ein bisschen hakelig, aber es hat eben seinen eigenen Charme, dadurch, dass man so ein bisschen auch so ein bisschen schlecht ist letztendlich im sich verteidigen, hat es auch sowas, dass man ein bisschen mehr Angst hat vor den Zombies, wenn die einen verfolgen. Und man hat dann zum Beispiel später auch dann hier so Fernwaffen. Hier habe ich mir zum Beispiel einen Bogen, mit dem man dann so zielen muss. Das sind übrigens auch so Monster, die nur im Dunkeln kommen, aber eben dann auch erschrecken, wenn man sie mit der Taschenlampe anleuchtet. Es gibt tatsächlich auch ein Upgrade-System. Merkst du ja gleich hier, das ist so ein bisschen rudimentär, aber auch ganz witzig, weil man erst zum Beispiel lernen muss, Feuer zu machen und dann eben zum Beispiel dadurch sich Pfeile machen kann, die brennen. Ja, ich habe es auf der E3 gespielt. Da war schon zu erkennen, dass es durchaus Potenzial hat, aber es war halt eben genau dieses etwas Gameplay, das nicht ganz so rund war. Genau, das kann gut sein. Inzwischen ist es aber ganz cool eigentlich, und vor allem auch, was ich sehr witzig finde, ist das ganze Crafting-System. Also man findet Baupläne, kann aber auch selbst rumprobieren, findet allerhand Kram, wie zum Beispiel Stöcke oder einen Metallhelm, und kann die Sachen dann kombinieren. Also zum Beispiel einen Stock und ein Messer schnitzt man sich dann selber Pfeile zusammen. Oder man kombiniert sich sogar Waffen, eigene, die man aus Einzelteilen baut. Hier sieht man das gerade. Und hat dann so eine Luftdruckkanone, mit der man dann eben auch die Zombies deutlich einfacher erledigen kann, als mit dem üblichen Knüppel, den man vom Spiel geschenkt bekommt. Das ist also praktisch aus vielen anderen Zombiespielen ein bisschen zusammengeklaut, weil das klingt ja wie der Aufstieg der Toten, um das jetzt mal dieses indizierte Spiel nicht zu nennen, wo man dann auch Waffen zusammenbauen kann. Genau, es klaut sehr viel, macht das aber ganz ordentlich und kostet auch auf Steam aktuell gerade mal einen Zehner. Insofern finde ich, ist das echt lohnenswert. Hier bin ich auch gerade dabei, einen Hirsch zu erlegen. Der wehrt sich Gott sei Dank nicht. Und dann muss man zum Beispiel da eben das Fleisch mitnehmen von dem Hirsch und auch seine Haut und kann dann daraus auch wieder Dinge basteln. Das schreit aber irgendwie auch nach einem Mehrspielermodus, oder? Ja, gibt es auch. Es gibt einen Koop lokal und auch Online-Mehrspieler. Der ist dann so herausforderungsbasiert. Konnte ich bisher nicht ausprobieren, weil das Spiel noch nicht erhältlich ist in dem Sinne, sondern wir eine Review-Version gespielt haben. Dafür gab es hier diesen ersten Bosskampf zu sehen und zu spielen. Also hier habe ich gerade einen Molotow-Cocktail geworfen, den ich mir auch selbst gebaut habe, wie so eine autonome Gruppe am 1. Mai. Insgesamt muss ich sagen, bin ich echt positiv überrascht. Einzig der Umfang ist ein bisschen gering, weil es hat nur 4 Inseln und ich glaube, die kann man so in 4 Stunden durchspielen. Aber sonst, reinspielen.